So, ein neuer Versuch, ein neuer Tag. Was ein Quark. Achso, ich wollte hier noch einmal gucken. Ach, ist das alles ein Krampf. Egal. Gedüngt hatte ich, ne? Ja. Dünger war ja fertig. Wieso habe ich denn den überhaupt da eingestellt, die Ochse? Dann kann ich doch hier. Ach nee, war noch nicht fertig. Oh nee. Schuldige Gänse. Oi, 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 oi. Da fehlte doch ein Rest. Oh, da wäre mir bald ein grober Stitzerfehler Bumsdings passiert. Das geht so nicht. Völlig schwer. Denn du schaltest mal keinen Gips mehr ein. Ah ja. Da war er alle. Der Tümer. Damit können wir leben, was da jetzt nicht so mitgedüngt worden ist. Das ist nicht so schlimm. Reicht nicht ganz, wa? Ja, hätte auch nicht sein müssen, aber egal. Wir haben's doch. Sogenannte Stoßdüngung. Ich weiß nicht, ob ihr das System schon kennt. Es ist noch nicht so ganz, also hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt hier in europäischen Ländern, aber ne? Ich verstehe. Ja, ich bin immer noch bei meinem Bananen-Dings. Den ihr gestern Morgen schon gesehen habt. Also das Video von gestern Morgen. Ich nehme ja immer so ein bisschen, ne? Machen ja die meisten, wisst ihr ja auch. So eine Reihe aufnehmen, weil auch Vorrat.
Aber wenn du dich da hinsetzt und nimmst nur ein Video auf und hörst wieder auf, lohnt sich, ne? Wenn wir da mal ehrlich sind. Ich sehe nichts. Machen wir das doch mal so. Siehst du, dann machen wir den Trecker noch ein bisschen sauber. Ein wenig. Fine, fine. Guck. Zack. So. Das war das. Dann nehmen mal eben hin. Der Kollege hat ja Allradlenkung, gell? Dann wollen wir doch mal gucken. Ob wir damit was anfangen können. Ich muss dann eben mindestens zweimal die Schräge hochfahren. Dann schauen wir mal, wenn wir das irgendwie jetzt hingefummelt kriegen, dass der Helfer dann gleich hier das alleine hinkriegt. Könnte schwierig werden. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was er draus macht. Rein, dann wollte ich nur aufs Gaspedal treten. Bin ja faul. Gerste drauf machen für die Saatgutschopf. Ja, genau. Ja, fällt mir ein, ich muss ja auch noch zu meinem Salat und
gucken, weil die Tomaten und die Paprika machen. Weil die Tomaten und Paprika, die haben jetzt wirklich lange gebraucht, muss ich sagen. Oh, ich muss da unten auch noch quer fahren, ne? Wie ich das gerade so sehe. Ei, 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 das dauert ja wieder länger wie gedacht. Shit, die piepen aber auch. Oder könnte das so umgehen? Ja, doch, ich glaube, ja, das geht so. Nacharbeiten muss ich am Ende sowieso, das ist schon mal klar. Ich habe mir gestern mal wieder ein altes Video angeguckt von einem guten Freund, dem es zurzeit leider wirklich nicht gut geht. Ich würde ihn grüßen, aber ich weiß, dass er leider nicht gucken kann, da er kein Internet hat, da wo er ist. Ein Video aus dem LS15. Leute, also wenn ihr euch die Bilder noch mal vor Augen nehmt, oder guckt euch das noch mal an und dann guckt euch mal die Videos von heute an, also von LS19. Da liegen ja Welten zwischen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich fand den 15er schon toll. Weil wenn du da wieder guckst, wie der 11er gewesen ist, also das hat sich schon ganz schön entwickelt. Ne? Von den Fahrzeugen her, die ganze Grafik, die Darstellung, das ist schon... Da ist schon viel passiert. Auch die ganzen Bodenstrukturen, dazu mit früher Vergleichs. Hört sich doof an, ne? Mit früher, aber überlegt, oder 15, wie lange das schon her ist. Das ist schon heftig. Und wir haben das Spiel gefeiert. Ich weiß noch, wie zum ersten Mal richtig der Forst damit rein kann, dass man Bäume fällen konnte oder so. Da konnte man nur Bäume fällen, die markiert waren mit so einem roten Ring. Und auch nur da konnte man die, glaube ich, absägen. Das war schon interessant. Das ist manchmal ganz witzig, wenn man da so zurückkommt. Ich habe sogar noch einige Mods für den 15er auf der Speicher, auf der externen Speicherkarte. Für den 17er auch und auch hier die 19er, das werde ich mir alles schön. Da kommt nichts weg. Obwohl man packt es eigentlich nicht mehr an. Ich habe es ja mal gemacht, da habe ich ja mal so einen Rückblick gemacht, dann vom 11er bis zum 19er hin. Aber in aller Regel normal machbar zu machen. Eigentlich nicht. So, jetzt will ich mal gucken. So, das stimmt, das stimmt. Mache ich den so? Nee, mach das so. So, mein Junge, dann mach mal. Attacke! Ich werde mal zum Hof rüber jumpen. Nehme ich den. Ja, welchen Trecker nehmen wir denn? Ja, wir nehmen den hier. Wir nehmen mal den.
Einmal. Ist das denn der richtige überhaupt? Mal gucken wir. Ja. Der ist für tüftig. Das war zu knapp. So, weiter geht's. Wie man so schön sagt, auf los. Auf los geht's los, ne? Jojo. Ja, stellt euch doch nicht an. Wenn da kein Platz ist für Kühe, dann stapelt die doch. Also das ist ein bisschen, so im Nachhinein gesehen, ein bisschen schlecht geregelt. Also ich habe eine Kuh, eine einzige Kuh einmal in den Befruchter da gestellt, in den Besamungsstand. Und das kommt ein Kälber ohne Ende. Ne? Also das hätte Andi ein bisschen anders. Naja gut, vielleicht hätte er das auch noch geändert, wenn jetzt der 22er kommen würde. Ja, denke ich mal, dann hätte er das bestimmt noch irgendwie wieder geändert. Wenn es denn möglich ist, ich weiß es nicht. Weil das nimmt ja schon mittlerweile überhand mit den Kälbern. So, wir müssen mal eben gucken. Den schmeißen wir an. Den schmeißen wir an. Auseinanderklappen können wir nichts, ne? Nein. Und dann müsste das doch. Oder was der? Was? Moment. Zack. Alle Geräte, ja ist klar. Da. Alle Geräte heben, senken. Sag ich doch. So. Okay. Mein Gott, was hat er denn jetzt hier? Machen wir das auch noch. Dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Ob das jetzt klappen dudelt. Also hat es schon mal nicht geklappt. Was soll denn der Kampf jetzt?
Naja gut, ich fummel hier mal ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Ich denke, dann geht es weiterhin noch in die Kartoffeln hier. Weil wir haben ja gerade angefangen. Ne? Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das Übliche, der macht nichts, was ich auch machen würde. Lasst euch nicht von fremden Frauen anquatschen, verliert kein Geld, fahrt nicht in Gulli. Habt einen schönen Tag und tschüss.